Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play im Train Simulator 2021. Ihr erinnert euch noch an die ersten beiden Teile, RB26, eine Nacht an einem Rhein. Nun folgt der dritte Teil unserer kleinen Videoreihe. Wir sind hier in Koblenz Hauptbahnhof, haben einen Zug getauscht. Der erste Zug hatte Temperatursensorprobleme sowie Fahrzielanzeigeprobleme. Nun haben wir einen Ersatzzug, mit dem wir jetzt auch unsere Fahrt hier von Koblenz Hauptbahnhof weiter in Richtung Remagen fortsetzen. Willkommen zurück. Weiter geht es auf der Fahrt nach Köln-Bonn. Köln-Bonn Flughafen ist unser Fahrziel. Rüsten Sie Ihren Zug auf und fahren Sie vor Koblenz Hauptbahnhof Gleis 3. Da stehen wir bereits. In diesem Teil fahren Sie bis Remagen. Dort wird ein Kollege mit Ihrem zweiten Zugteil warten. Die Ziffer für Ihr Zugziel lautet nach wie vor 11. Abfahrt ist in Koblenz um 22.30 Uhr, was ein bisschen daneben ist, weil das kann nie klappen. So, das Wetter ist etwas angenehmer geworden. Ja, klar, logisch, es regnete jetzt auch nur noch. Die ganze Zeit hat es geschneit gehabt, war frostig, wie ich meine, und es war windig. Es gibt nur noch Schneeregen bei Wind und Glatteis. Fahren Sie vorsichtig. Gruß STDRV 2021. Wie groß geht zurück? Und damit willkommen im Train Simulator 2021 in unserer Regionalbahn 26. Abfahrbereit in Richtung Remagen. Abfahrt ist jetzt auch gleich. Wir haben schon wieder 2 Minuten drüber, deswegen habe ich gesagt gehabt, 22.30 Uhr haben wir erstmal den Zug fertig aufgerüstet gehabt und aus der Abstellung gefahren. Also kann das im Prinzip gar nicht klappen. So, jetzt müssen wir nur noch versuchen. PZB ist ein. Sie war auch. So, mehr hat der Zug nicht. So. Gut, dann verschließen wir die Türen. Bisschen höre ich mit dem Drehschalter. Nächster Halt, Koblenz Stadtmitte. Next Stop, Koblenz City Center. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Na, jetzt hat er schon die Station angesagt, werden wir hier noch stehen, also ist auch ein Fehler. Und wir setzen uns in Bewegung. Draußen regnet's. Hier im Train Simulator regnet's, liegt noch Schnee. Sifa. Das Sommer wohl noch sehr, sehr lange entfernt. Na, linker Seite ein 425er. Ach, gehst du vom Gleis? Alter Schwede. So, Türen sind frei. Verschließen wir jetzt auch gleich die Türen wieder. Und kann schon auch noch weitergehen.
Also beschleunigen tut der Zug fabelhaft. Das ist überhaupt keine Frage. Na, hier zuppelt es meistens immer, wenn man hier reinfährt. Ist auch kein Wunder, was hier alles verbaut ist. Nächster Halt, Koblenz-Lützel. Bitte in Fahrtrichtung links aussteigen. Ja, schon ziemlich Nacht hier im 10:30. Koblenz-Lützel. Schlechtes Wetter. So, dann schließen wir die Türen und sehen zu, dass wir weiterkommen. Eine weitere Fahrt vor uns. Also ich sage es immer wieder, unser Zug hier hat eine Erkältung. Er hustet immer. Hört mal genau hin. Wenn wir hier in dem Bereich vom DB-Museum hier in dem Bereich vorbei, vom Koblenz. Wer dort in der Nähe wohnt, ein Besuch lohnt sich immer. So, wir beschleunigen, das sind 160. Die SIFA schon ein paar Zeit gesehen, deswegen haben wir jetzt auch gleich ein paar Zeiten quittiert. SIFA. Ich bin mir zwar jetzt nicht sicher, ob wir jetzt hier und da ein bisschen Verspätung rausfahren tun. Der Versuch stirbt zuletzt, wie man so schön sagt. Beziehungsweise die Hoffnung stirbt zuletzt, weil ich ja Quatsch. Naja, gut. SIFA.
Muss das massiv abbremsen, warum auch immer. Kann sein, dass wir einen Zug vorbeilassen müssen und dass der Bahnsteig jetzt recht in der Nische ist. Naja, jetzt haut er mir hier eine Zwangs rein. Die ist geschenkt. Sifa. Der Vorteil ist bei diesem Zug hier, die Bremsen lösen sie ganz, ganz schnell. Also. Eine kleine Zwangse, die ist geschenkt. Die ist aber auch energisch hier. Noch ein Meter. Nächster Halt, Urmitz. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Dass uns jetzt der Scheibenwischer wegfliegt bei der Geschwindigkeit. Oh, ein Intercity. Sind wir wieder raus aus der PZB. Überwachung. Somit können wir jetzt hier auch unsere Türen wechseln, öffnen und unsere Fahrgäste einsteigen lassen. So. Stimmt das auch mit? Haben wir hier noch? Das Kleid. Jetzt hier noch mehr Möglichkeiten gehabt, mehr Licht zu schalten. Na gut, das können wir irgendwie ausprobieren, wenn wir fahren. Wir haben nicht allzu viel Zeit. Hier ist nichts weiter. Sieht's besser aus, ist heller. Sifa. Ich hatte mal gedacht gehabt, man hätte hier. Ich war aber sicher, dass man noch mehr Außenlicht schalten konnte. Na gut, machen wir hier wieder aus. Sifa. Und 160, auf geht's.
Genauso viel Außenansicht hat man jetzt bei diesem Wetter nicht. Sifa. Ah, das ist das hier. Das ist Fernlicht. Okay. Sifa. Nächster Halt. Weißer Turm. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. So, steigen Sie ein, steigen Sie aus. Dann verriegeln wir die Türen wieder. Schmuddelig hier geht's gar nicht, dieses Wetter. Zwei Prellböcke mitten auf dem Gleis, das abgekürzt ist, das so normal ist. Sifa. Beruhig dich. Kommt uns noch was entgegen? Boah, diese Soundkulisse ist genial. Die gefällt mir. Wegbar. Sifa. Nächster Halt, Andernach. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Sifa. So. Dort haben wir unser Fahrziel. Na, da geht es hin. Kleines Bild machen. Transregio. Rheinland-Pfalz-Takt oder Rheinland-Takt.
doch Rheinland-Pfalz, Takt. So, aber wir haben einen Fahrplan, den wir einhalten müssen. Gleich erstmal noch eine 110er jetzt Beschränkung. Ich habe die angekündigte Geschwindigkeitsbeschränkung nicht quittiert. Willkommen, Zwangs Nummer 2. Ich hoffe, dass es auch diese zwei Stück hier in diesem Teil waren. So, die ist jetzt gleich wieder gelöst. Die anderen können wir auch schon weiter. Der Vorteil ist eben halt, die Bremsen. Wie gesagt, bei dem Zug hier lösen sehr schnell und der Zug beschleunigt eben halt auch ziemlich gut. So, jetzt fahren wir am Rhein entlang. Man sieht nicht viel. Naja, ich meine, Teil 2 hatten wir ja schon ohne. Nächster Halt, Name D. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Den zweiten Teil hatten wir ja schon ohne Zwangsbremsungen und obwohl da sehr viele Hürden zu meistern galt, gemeistert. Dann sind hier eben halt mal die zwei Zwangsen gekommen. So ist das nicht. Also Respekt, der Zug hat sehr, sehr gute Bremsen. Trotz nasser Schienen. Frames. Sieht gut aus. So, zu mit der Tür. Gestartet ist die ganze Serie in Mainz Hauptbahnhof, von Mainz bis nach Bingen, von Bingen bis nach Koblenz und jetzt geht es hier von Koblenz weiter in Richtung Remagen. Vielleicht hätte man da eine Intercity Serie draus machen sollen.
Aber gut, das ist dem Szenario-Ersteller STRGV, wie er sich nennt, selber überlassen. Jetzt ist aber mal gut. Nächster Halt, Brohl. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. SIFA. So, Tür auf. Ach, ist ja alles dunkel hier. So, meiner Meinung nach müsste dann auch schon der nächste Bahnhof Remagen sein. Nö, Bad Breisig. Und dann kommt Remagen. Mir eben gerade in der Art jetzt aber Glück gehabt. Eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 40 km/h und wir haben da schon wunderbar beschleunigt. Aber jetzt. SIFA. Sind jetzt nicht auch mal. Nächster Halt, Bad Breisig. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Hoffentlich sind jetzt nicht auch mal so ein Opas hier quer durch den Zug kollert. So, wir öffnen die Türen.
So sieht's hier aus. Nicht viel zu erkennen hier. Zugeschneit, Bad Breisig. Macht nicht viel Sinn, jetzt hier umherzuschweifen. Deshalb fahren wir auch schon weiter. Jetzt bekommen wir noch mehr Verspätung, als wir haben. Sinzig kommt jetzt noch. Haben wir jetzt alle gemeistert. Sinzig. Remagen, genau. Dann geht es weiter. Kuppeln Sie RB26 Köln Flughafen vorne an Ihren Zug an. Und so weiter und so fort. SIFA. Fahren wir dann im vierten Teil. Doppelte Aktion weiter bis nach Köln Hauptbahnhof. Ne, bis nach Bonn geht es, glaube ich. Bonn oder bis nach Köln? Ne, da geht es weiter bis nach Köln Hauptbahnhof. Von da aus wird dann die Strecke gewechselt. Na, wir werden sehen. Nächster Halt, Sinzig Main. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. So, nächster Halt ist dann Remagen. Dann werden wir unseren Zug verstärken. Na ja, zwei, wenn er mit wollt, dann müsst ihr jetzt noch mal ein bisschen schwuten. Weil ich mache die Türen zu.
gar nicht so weit weg. Deswegen gar nicht großartig jetzt beschleunigen. Sifa. Zone, 60er Bereich. Sifa. Beginnt aber erst ab da vorne, aber wir sind vorsichtshalber schon mal weiter runter. Das schadet nicht. Und mal der Hinweis. Nächster Halt, Remagen. Bitte in Fahrtrichtung links aussteigen. Ja. Sifa. Wenn es wohl erst die Fahrgastwechsel. Durchziehen und dann den Zug verkoppeln. Das heißt verkoppeln, ankoppeln. Deswegen haben wir auch da vorab ein rotes Signal. So, dann lassen wir mal die Leute einen aussteigen. Dann begeben wir uns hier vorne zu unserem zweiten Zugteil. Vorhin können Sie bereits Ihren zweiten Zugteil sehen. Betätigen Sie die Tab-Taste, um die Erlaubnis zur Einfahrt auf das belegte Gleis einzuholen und koppeln Sie Ihren Zug an den bereitgestellten, um die für die Weiterfahrt vorgesehene Doppeltraktion aufzubauen. Dann machen wir das doch. Hier vorne steht er. Also steigen wir ein. Schließen schon mal die Türen. So, damit haben wir die Genehmigung. Man macht extra schon Licht an, damit er uns sieht.
Achtung, jetzt rabbelt's. Gut gemacht, Kollege. Machen Sie eine kleine Pause und wechseln Sie in Ruhe den Führerstand. Zielort erreicht. So, Freunde. Oh, euch hat das kleine Video gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Würde mich freuen über ein Abo. Und würde sagen, sehen wir uns im nächsten Teil wieder. Oder in einem anderen Szenario. Wer weiß ja nicht, was kommt. Bis dahin sage ich ciao, ciao, bye, bye.